So, hallo. Hallo. Nachdem wir ja schon die Schlangika gekauft haben, also wo hier das Gerät von den He-Man Ensign Masters of the Universe, den Orko und den Skeletor, boah, die sind wieder so weit greifen, den Orko-Roboter, den ich ziemlich cool finde, und den Bike-Skeletor. Der wo auch gar nicht so schlecht ist, aber halt auch von der Qualität her maßgeblich schon wackelt. Es ist, ich weiß nicht, da, ja, Gelenke, Gelenke. Mein Sohn verfolgt diese He-Man und the Masters of the Universe Serie sehr gerne. Ich habe mich nach Folge 2 ausgeklinkt. Ich habe sie Vielleicht. jetzt eigentlich schon fertig geguckt. Wunderbar. Dann ganz kurzes Review, ohne dass du was spoilerst. Wie gefällt sie dir als Kind? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ne, das ist doch dann schon mal, dafür hat sich dann gelohnt, wenn Kinder daran Spaß haben. Ich schaue sie mir vielleicht irgendwann noch mal in einen schwachen Moment an. Wo ich nichts zu tun habe. Und dann haben wir hier gleich noch was bestellt bei Smith Toys. Smith Toys. Weil den gab es dann online. Und den He-Man, den hätten wir eigentlich schon bekommen. Also jetzt habe ich gespoilert. Und die Verpackung sieht ganz gut aus. Oh, sie haben dazugelernt. Ich habe schon einige Unboxings gesehen, wo Smythe-Toys-Sachen ausgepackt wurden, wo nichts drin war. Und guck mal, was sie gemacht haben. Wow, das ist ja Luxus. Das Smythe-Toys hat sich verbessert. Hierfür gibt es erstmal ein dickes Plus. Und dann haben wir hier schon im Endeffekt zwei Figuren. Hier ist noch ein Zettel. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich meine, die Buchstaben ganz klar, die haben eine Bedeutung, aber für was denn das Dreieck? Oder ist es ein D? Sehr kryptisch, sehr ist mysteriös. Ich werde mal das jetzt hier so kurz rausnehmen. Also es ist gut verpackt worden, einigermaßen. Jetzt gucken wir mal, was da drinnen ist. Ich muss mal den Karton entfernen. Schwupp. Schwupp weg mit dem lastigen Karton. Und dann tu mal die guten Stücke herschieben. Und es gab, wir haben, also ich habe zugeschlagen, er hat zugeschlagen mit seinem Taschengeld. Es gab endlich Trapjaw Power Attack. Und Heißt bevor, eigentlich nur Trapjaw. ja, Power Attack ist die, ja, ich wieder. Bevor das Ding ausverkauft ist, hat er natürlich zugeschlagen. Ja, jetzt wollte ich eigentlich hier bei den Figuren das mit den Nagellackentferner machen. Jetzt habe ich den aber vergessen. Haben wir das bei den anderen auch gemacht? Ja. Kurzer Cut. So, beste Vorbereitungen. Jetzt habe ich gefunden, was ich gesucht habe, den Nagellackentferner. Denn wir haben festgestellt, wir machen erstmal den He-Man auf. Zu Trapjaw kommen wir gleich. Wenn man mit dem Nagellackentferner und einem guten borstigen Pinsel drumherum geht, um diese Verpackungen herum, dann kommt man da recht gut durch, dass man die ohne große Schäden entfernt. Das probieren wir hier jetzt nochmal kurz aus. Muss man bloß eine Eindringstelle finden, dass man den Pinsel quasi reinbekommt und dann ist das im Endeffekt wie abgeleckt. Dann geht das relativ gut. Ich weiß nicht, ob wir es bei den Masters schon mal gemacht haben, also bei den He-Man-Figuren. Ich glaube nicht. Doch Bin beim mir. Orko. Beim Orko, weil er hatte auch eine andere Verpackung, die war nicht so groß. Müssen wir mal gucken, ob wir es hinkriegen. Es klappt nicht immer, nicht bei jeder Verpackung. Also hier klappt es zum Beispiel nicht so wirklich gut. Muss man erstmal ein bisschen anreißen, glaube ich. Nee, das wird hier nichts. Die ist richtig dolle verschweißt. Also hier klappt es leider nicht. Dann hätte ich mir den Cut sparen können. Also hier können wir reißen. Und schon hat er die Hände dran. Er möchte natürlich reißen. Ich versuche immer das Möglichste zu vermeiden, weil ich mir dann denke, okay, vielleicht braucht er irgendwann mal Geld für Führerschein oder will seinen Kindern das nochmal zeigen. Das ist natürlich umso schöner, umso besser. Es mag Tricks mit der Mikrowelle geben, habe ich gehört. Ich glaube, die funktionieren nicht. Probiert das bloß nicht aus. So, jetzt kannst du ihn eigentlich rausziehen. Also kann man ihn dann im Endeffekt wieder einpacken. Nein, er will jetzt nicht mehr weiterreißen. Wollte ich jetzt gar nicht. Ah, was ist los? Ja. Ach, jetzt. So, das nach wie vor kein Sticker, sondern nur ein Papier. Hätte man als Sticker machen können, habe ich das letzte Mal schon gesagt. Wir schauen mal noch ganz kurz die Verpackung an. Da haben wir hier He-Man. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den He-Man aus dieser Serie
saublöd. Er gefällt mir überhaupt nicht. Für mich sieht er stumpf und ohne Ende blöd aus. Das ist ein bisschen für mich wie für andere wahrscheinlich bei Revelations der Uga He-Man, der Hulk He-Man. Bloß, dass der hier nicht Hulk He-Man ist, sondern ja, ich weiß nicht. Also mir gefällt er nicht. Als Figur an sich zum Spielen sieht er gut aus, aber als He-Man finde ich ihn nicht so klasse. Ich finde, er ist mir auch ein bisschen zu pompös. Also Muskeln ja, aber naja, gut. Das ist Schimpfen auf hohem Niveau, weil immerhin habe ich damit wenig zu tun. Das soll meinem Kind gefallen. Und das ist das Wichtigste. So, oh, die Geräusche des Todes. Flop. Da wurde ein Human gefloppt. Hier nochmal ganz kurz zur Powerfunktion. Er kann das Schwert schlagen und dann schießen Blitze. Ich bin gespannt auf die Blitze. Wieso lachst du? Ich will die Blitze sehen. Früher gab es Blitze bei Spielzeug. Denk mal an den Saurott. Da sprühen die Funken raus. Ich will auch hier Funken sprühen sehen, aber sowas von hier. Ah ja, das kann man da hinten dran stecken oder wie? Also das Schwert, ganz kurz mal gezeigt, hat hier so einen Noppel. Und den kann man direkt dann dran stecken, um dass das dann hier befestigt ist. Das ist ganz nett. Er kann nicht stehen. Ist natürlich zu schwach, ist immerhin nur He-Man. So, ja, dann sieht er so aus. Wie gesagt, mir wirkt das ein bisschen zu, ich weiß nicht, wie aus so einem ganz schlechten Disney-Film, würde ich behaupten. Aber gut. Ja, er schaut mich böse an. Er ist damit begeistert. Aber ich bin halt auch einfach ganz andere Klasse in dem Punkt gewöhnt. Du Interessant. kennst ja nur den alten He-Man. Ja, genau. Ich bin nur der alte He-Man. So, dann zeig mal, wie er mit Schwert aussieht. So, dann haben wir hier einmal He-Man mit Schwert. Wir werden mal ein fernes Bild machen. So, er kann das Schwert hochheben. Bei der Macht von Grayskull, ich bin hässlicher He-Man und wackle wie ein Kuhschwanz. Schau dir das mal an. Was ist denn das? Was ist denn das? Qualitatives Spielzeug. Hier gibt es ja noch so eine Power-Attack-Funktion. Wie Kannst du funktioniert gar die? Wie nicht. funktioniert die? Zeig mir das. Hi, der Hüftschwung. Ja, Wahnsinn. Sehr gut. Ja gut, also was ich ja schon beim Skeletor bemängelt habe, also dieses Gewackel, das macht mir große Sorgen. Das ist aber auch bei den Origins so. Also er kann aus eigener Kraft fast nicht stehen. Jetzt ist ihm das Schwert runtergefallen. Selbst ohne Schwert ist das nur eine spärliche Sache. Man muss ihm die Arme runter, dann kann er stehen, dann ist er gerade. Ist natürlich meines Erachtens nach nicht notwendig, dass sowas passiert. Ich meine, Mattel arbeitet nicht erst seit gestern mit Spielsachen und ich kenne Spielzeug, das aus den 80ern stammt, das bis heute steht wie eine Eins. Acker Spider-Man Gelenke, vielleicht kennt jemand dieses Gelenk Spider-Man, also der vollbewegliche aus der New Spider-Man-Serie. Die stehen bis heute und die haben auch alle Gelenke, also irgendwas machen sie da falsch, aber ich gut, da Schimpfen auf hohem Niveau, es ist Spielzeug, es ist günstig. Was soll man sagen? Kommen wir zu dem Schmuckstück hier. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich die Serie nicht mag, diese Interpretation von Trapjaw ist ja mal mega geil. Da kann ich echt nichts Negatives zu sagen. Also, wie gesagt, so viel ich mecker und jammere, aber der hat es mir auch angetan. Ja. Guck mal. Was denn? Dieses Ding da. Siehst du das? Die Kanone. Diese Platte, die hängt da so. Die hängt das so. Ja, das werden wir gleich genauer anschauen. Oben das Bild. Wir haben bei He-Man gar nicht jetzt geguckt, aber da sieht man auch nur den He-Man, den schönlichen Schönling. Und dann hat man hier ein Bild von Trapjaw. Er kann anscheinend mit seinem Maul schießen. Das wirkt zumindest so. Er hat ein Nein. bisschen was von dem Ork jetzt mittlerweile. Also er sieht ein bisschen orkischer aus in Ja. dem Fall. Will ich jetzt mal nicht überbewerten. Dann haben wir hier Power Attack, der kann auch zuschlagen, wie jeder andere auch. Und wir haben hinten noch mal ein Bild. Da hätte ich mir halt auch, weil auch wenn es für Kinder ist, die Serie und sowas,
Da hätte ich mir halt irgendwie mehr erwartet als nur ein Bild von der Figur. Immerhin ein Bild von der Figur. Gibt ja auch Figuren, wo gar nichts drauf ist. Aber warum keine Zeichnung? Warum nicht ein cooles illustriertes Bild? Ich meine, es sind ja vielleicht nur 10 Figuren von den He-Man in the Masters of the Universe. Und da sie ja von der Origins Line ja noch genügend Künstler da sitzen haben, hätte man doch schon mit zumindest ein Gesichtsprofilbild machen können. Aber gut, ja gut, das haben wir hier, aber das ist jetzt wirklich nicht die Wucht. Also da fehlt mir ein bisschen, Castle Grayskull sieht ganz nett aus, aber da fehlt mir ein bisschen so die Liebe zum Detail. Aber gut, also ich würde den Figuren an sich so vom Design her eine skurrile 8 geben, weil sie wirklich skurril sind. Aber für den He-Man gibt es zum Beispiel von mir nur eine 5. Von den The Trapture ist bis jetzt die beste Figur, wo ich gesehen habe als Erwachsener. Für dich? 10, 10, 10. 10, 10, 10. Alle 10, 10, 10, ne? Ja. Keiner hat einen negativen Punkt. Wunderbar. So. Dann fangen wir an. Soll ich dir wieder den Einriss machen oder schaffst du es? Komm, zeig mal deine He-Man-Kräfte. Bei der Macht von Grayskull. Reiß den Trapture auf. Oh Gott. Oh Gott. Jeder, der die OVP lassen wollte, wird jetzt weinen. Aber er kriegt es hin. Die Kraft von Grayskull hat ihm geholfen. Wenn ihr dieses glückliche Kindergesicht sehen könntet, dann würdet ihr euch freuen. Durch die neuen YouTube-Regeln werde ich meinen Sohn niemals im Internet zeigen. Und mal abgesehen davon würde ich ihn auch so nicht zeigen, selbst wenn es diese Regel nicht gäbe. Er kann zusehen, er kann reden, aber er wird nicht gezeigt. Und dementsprechend könnt ihr das Kinderliche nicht sehen. Er strahlt aus allen Augen. Die Altherrenfalten haben sich schon verzogen. Hey. Was haben wir da? Ich baue das schon mal zusammen hier. So, ja, dann gehen wir mal ins Detail. Da haben wir Trapture, den guten Waffenschmied von... Waffenschmied ist er nicht wirklich. Er, der Waffenexperte, würde man sagen. Von Skeletor, der Schmied ist ja mehr oder minder der Triclops. Wobei soweit beide so ein bisschen waffenaffin sind. Ich würde sagen, Triclops und Trapture tun zusammen, er als mehr der Anwender und der andere als Bauer, den Man-at-Arms für Skeletor stellen. Hat eigentlich Hordak einen Waffenschmied? Wüsste ich jetzt nichts. Ne? Bei dem er ist ja fast selber der Schmied. Ne? Er tut ja selber die Waffen bauen. Da gab es noch so einen Roboter mit Gesicht auf Bauch. Ich weiß aber nicht, ob der ein Waffenschmied ist. Ansonsten, Hordak hat keinen Waffenschmied. Ne? Aber er baut ja auch alles selber. Und der Horde Prime, der verwandelt ja eh alles statisch in Technologie. Finde ich cool bei der Revelation-Serie. Darf ich jetzt nicht viel spoilern, aber wer die noch nicht gesehen hat, sollte sich die angucken. Jetzt habe ich schon was gespoilert. Es tut uns leid. Was ist das hier? Wie funktioniert das? Das muss ich jetzt erstmal ausprobieren. Irgendwie... Kann man das nicht fest fixiert da rein? Was ist das für eine Riesengabel? Also das lässt sich nicht fest reinmachen, oder? Kann das sein? Täusche ich mich da jetzt halt? Also die Gabel ist locker. Warum auch immer. Nee, doch, die müsste eigentlich reingehen. Oh, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. So, jetzt hat er die Gabel da drin. Jetzt kann man da noch die Waffe rein. So, und dann hat man hier eine unglaublich heftige Version von Trapture. Also das ist schon echt nicht schlecht. Boah, der schießt, der kann schießen. He-Man, komm her. He-Man, komm her. Wir machen nicht fertig. Alter, den machst du jetzt fertig. Ich hasse He-Man. Ich hasse den neuen He-Man. Trapture, bring ihn um. Nochmal. Er steht still, er hat nichts kapiert. Er begreift nicht, was los ist. Nochmal. Der muss umfallen. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Prinz Eisenfugu. Also ganz schrecklich. Unfassbar schrecklich. Los jetzt. Ja. So, jetzt reicht's mir. Verdammt daneben. He-Man ist einfach unzerstörbar. Also ich bin mindestens so stark wie Skeletor. Wir kriegen es nicht hin, He-Man zu Fall zu bringen. Ja, das ist ja Schummeln. Das ist ja totale Schummeln. Du kannst ja nicht einfach ihn umkippen. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Es ist ja Sinn der Sache, dass Trapture He-Man mit seinem Schuss besiegt.
Also nochmal hier, noch ein Test. Ansonsten müssen wir andere Geschütze auffahren. Also so wirklich... Ja, er schießt immer daneben, also... Der Winkel muss anders sein. Ja, vom spielerischen Wert her ist das jetzt eigentlich wirklich eine glatte 6. Ich stelle mal weiter vor, er hat jetzt gemerkt, dass da was los ist. Er weiß noch nicht ganz, was los ist, dafür ist es zu dümmlich. Also hier nochmal. Jetzt habe ich ihn mal woanders hin. Los, Trapjaw, mach ihn fertig! Ja, er hat ihn getroffen, er ist tot. Das ist jetzt unfair. Er ist absolut tot, da ist nichts mehr. Powerschwert gehört Skeletor. Hier die Übergabe. Trapjaw, was ist passiert? Ja, Schwert. Geil. Ich bin Skeletor. Und dann verwandelt sich Skeletor in... Warte, in wen verwandelt er sich denn? Wartet. So, da verwandelt er sich bei der Macht von Grayskull. Ich bin... Skelegott! OVP. Ja, wir haben noch Skelegott da. Den haben wir noch nicht ausgepackt. Kommt in einer Extra-Folge. Und ja. Nee. Schöne Sache. Also, wie gesagt, aber schaut euch das an. Also, das ist wirklich... Er ist locker wie ein Kuhschwanz. Das ist echt schlimm. Also, das gefällt mir gar nicht. Mich stört's nicht. Ja, noch nicht. Wart's mal ab. Irgendwann stört's dich. So, ja, wir haben eigentlich schon ziemlich viel jetzt. Beastman will er sich auch noch holen. Er will Full Set gehen. Willst du dir auch die Evelyn und die Sorceress holen? Ja, alles Full Set. Full Set, ja. Ja, wenn er es doch schon sagt, Mensch. Pass halt auf, Fuddy. Und also, wir müssen noch mal ganz kurz auf das Gesicht von Trapjaw eingehen. Also, das ist ja wirklich... Also der gefällt mir wirklich gut. Da muss ich sagen, das ist das einzigste von den Designs, wo ich wirklich sagen kann, unfassbar cool. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier noch so ein Paradebild machen von den bisherigen Geldverschwendungen. Dass man hier mal ein bisschen ein Foto für den Hintergrund... So. Ja, das ist doch ein schönes... Foto für die Endszene dann. Du hast für... den vergessen. Wen habe ich vergessen? Den Orko, allmächtigen Orko, alter Schnapskopf, komm her. So. Ja. So passt's dann, oder? Ja. Und dann machen wir das da so hier als Fangblick-Dings. Ja. Schön. Toller Trapjaw. Hässlicher He-Man. Toller Skeletor. Toller Orko. Im Endeffekt, ja. Ich plänkel wirklich auf hohem Niveau. Ich bin halt einfach Vintage-Fan. Und ich bin ja auch bei den Origins. Zwar von der Vielfalt der Figuren und auch von den Designs begeistert, auch von den Gelenken ein bisschen abgeschreckt. Dementsprechend schimpfe ich auf hohem Niveau. Ich bin halt ein Vintage-Liebhaber. Ich mag die alten Figuren am liebsten. Die Super 7 finde ich als Alternative eigentlich waren die coolsten. Aber gut, die 2000X-Serie auch okay. New Adventures, brauche ich nicht drüber reden, ist eigentlich ganz anderes Milieu. Für mich sind halt die Vintage im Endeffekt die Dinger, die wohl meine Kindheit ausgemacht haben. Aber man sieht, dass mein Sohn das mag. Und im Endeffekt ist ja auch immer die Frage, ob Kinder das spielen, ob da Kinder noch zugänglich für sind. Und da würde ich jetzt mal ganz kurz ihm interviewen. Ist es so, dass die Kinder nicht zugänglich für solche Spielsachen sind? Oder ist es eher so, dass die sich zwar für interessieren, aber eher mit Handy zu tun haben? Eher Handy, ne? Und wenn du jetzt in der Schulklasse oder mit deinen Freunden darüber sprichst, über He-Man, da hast du jetzt zwei Zeitalter, zwei Klassen erlebt, wo du mit He-Man gespielt hast. Wenn du darüber geredet hast, haben die das auch gekannt? Nein. Schlimm, ne? Ja. Und du musstest denen dann immer erklären, was das ist, und dann fanden sie es erst interessant, ne? Ja. Naja. Und da muss man auch sagen, da ist aber Mattel selber dran schuld. Wenn man das nicht in die Kinderschuhe bringt, dann ist man eigentlich wirklich marketingtechnisch ziemlich verloren. Und da ist dann auch im Endeffekt die Verfügbarkeit, da ist jetzt da zwar die Verfügbarkeit da, aber trotz Handy und sowas haben viele Kinder auch gar keinen Zugang zu Netflix. Das muss man auch mal dazu sagen, wodurch die Serie natürlich überhaupt nicht gesehen wird. Ich finde, ohne dass ich jetzt da groß schimpfe über Netflix, Netflix ist ein toller Seriengeber, aber Free TV... Was ist damit los? Ganz normal im Fernsehen laufen lassen. Da sind die Kinder immer noch am zugänglichsten. Und so her werden sich das wahrscheinlich auch wirklich nur Masters-Fans ihren Kindern kaufen, die das dann weitergeben.
Und im Endeffekt besteht zu wenig Werbung. Die kennen das gar nicht. Also es ist nicht so, dass sie es nicht spielen würden. Wenn du denen dann das erzählst, finden sie es cool. Berichten auch, dass die vielleicht die eine oder andere Figur sich kaufen, aber die haben keinen Zugang dazu. Da fehlt der Zugang. Und das ist mal ein ganz großer Tipp an Mattel. Nicht alles auf Netflix beruhen lassen, auch mal wirklich Werbung machen. Würdet ihr da im Endeffekt mal ein cooles Comic, ein großes DIN A4-Heft mit reingeben in den Smith Toys, dass das wirklich mal mitgenommen wird und reingelesen wird oder so. Aber es ist ja wirklich gar nichts, keine Werbespots, Nullinger. Also es ist ja echt jammer traurig. Und da wird im Endeffekt, ja gut, die Aktien sind hochgegangen, das reicht denen wahrscheinlich, aber man hätte da auch wesentlich mehr draus machen können. Finde die neue Serie von den Figuren her okay. Den He-Man, den beurteile ich jetzt mal nicht. Der Orko ist ganz lustig als Interpretation. Skeletor ist lustig als Interpretation. Trapjaw finde ich als Interpretation mega cool. Und wir werden bestimmt auch noch die nächsten Figuren demnächst mal zeigen. Ja, ihr könnt uns dafür haten. Ciao. Ciao.